Wie immer mit einem Grüßt euch, hier ist Marcel von laufbursche.de, der Sportladen. Heute mit einer nächsten kleinen Weltpremiere, die Polar Ignite 3 Titanium ist raus. Vielen lieben Dank, Polar, dass wir diese Uhr im Vorfeld schon bekommen durften. Es sind noch 2-3 Wochen hin, bis die Uhr vorgestellt wird. Ich habe sie haben dürfen, relativ kurz, aber auch liegt an mir so ein bisschen. Die Feiertage waren da, ich konnte mich nicht so richtig mit beschäftigen, habe mal ein bisschen frei gemacht. Aber habe mich trotzdem jetzt 1,5 Tage intensiv mit der Uhr beschäftigt, war mit ihr ein bisschen trainieren gewesen, war ganz spannend und da gehe ich auch dann komplett drauf ein. Ich habe ja auch eine FT40 nebenbei liegen, erzähle ich euch gleich warum. Aber erstmal, wie bei uns immer, alle ist ein Kapitel unterteilt, was euch interessiert, schaut euch da ein bisschen an, ansonsten klickt davor, klickt wieder zurück. Videobeschreibung nutzen, dort sind Angebote, wichtige Informationen etc. pp. Drin, auch Infos zum Blog. Ansonsten, wenn ihr eine Frage habt, was besser wisst, ist auch völlig in Ordnung. Negative, positive Kritik nehme ich alles auf, weiß ja auch nicht alles. Dann unten in die Kommentare rein oder kontakt@laufbursche.de. Da ist mir nur wichtig, den Ton wahren. Ihr wisst, der Ton macht die Musik. Also seid lieb zueinander, dann sind wir das auch, ist das jeder zueinander auch. Das hatte ich ein bisschen wieder versprochen. Ich habe mittlerweile auch zwischendurch mal leider den kleinen Lauterbach gemacht. Ich habe irgendwie Wortfindungsstörungen gehabt, aber ich finde unsere Videos immer echt und richtig besser, als wenn ich es 300 Mal aufsage und auswendig lerne. Das sind auch immer meine Zettelchen hier. Und sonst habe ich, weil ja jetzt gerade hier das ganze Thema um AMOLED-Displays halt ist und Garmin ja auch einiges vorgestellt hat, 965, 265, zeige ich im Video auch mal ganz kurz. Die haben alle hier so ein Curved-Display und Gorilla-Glas und da habe ich die FT40 hier rückgehauen. Die hat nämlich auch schon ein kleines Curve gehabt und das ist eine uralte Uhr und die habe ich im Originalzustand hier noch gehabt. Habe ich gefunden, wollte ich mal nebenbei zeigen, gehe ich auch noch mal ganz kurz später ein bisschen mit drauf. So, ansonsten freuen wir uns immer ein Abo und ein Like unseres kleinen Sportladens, würde es einen riesen Gefallen tun. Und ich gehe jetzt gleich weiter über, was ist denn neu in der Uhr? Habe mir ein paar Informationen gemacht, die stehen halt hier, da gehe ich jetzt auch gleich drauf ein. Und zwar ist es so, das Ding ist erstmal mega heiß, es ist mega leicht, aber das ist alles das, was bei der Ignite 3 schon war. Ich habe jetzt eine geile Titanlünette drumherum, da steht auch ganz toll Titanium drauf. Die schützt die Uhr natürlich richtig gut vor Stößen etc. pp. Das ist sehr, sehr sexy. Es gibt halt die Uhr in zwei Farben, in so einem Silicon Black für 369,90 oder ihr nehmt so eine Ledervariante, die ich jetzt hier liegen habe, für 399,90, 399,90, ihr könnt dann sagen 400 Euro und 370, spricht sich auch besser. Das Leder sieht ziemlich gut aus. Habt ihr auch so ein bisschen hier so Nylon dran, damit das nicht hier so kaputt geht. Das finde ich ziemlich cool gelöst. Habe ich vorher so noch gar nicht gesehen. Und die Uhr sieht natürlich gerade mit der Titanlünette und dem Leder halt wirklich richtig, richtig, richtig gut aus. Also das muss man schon sagen, das ist wirklich sexy. Hätte ich gar nicht gedacht. So, was ist noch neu? Neben der ganzen tollen Sachen, die es halt so von der Uhr überhaupt gibt, also sie ist leicht, der Akku hält 5 Stunden, es ist ein AMOLED-Display, es ist ein Gorilla-Glas, es ist ein Touch-Display, hat einen mega guten Prozessor. Das ist alles das, was man von der Ignite 3 ja schon kennt, aber jetzt haben wir 3 interessante Sachen. Nightly Skin, Work Rest Guide, ich muss halt gucken, und Sleepwise Daily als Dashboard. Ich gehe jetzt erstmal auf Work Rest Guide ein, deswegen auch die FT40. Früher gab es bei der FT80, 15, 20 Jahre her, also schon eine ganze Weile, hattet ihr so eine ähnliche Funktion auch. Ich weiß zwar nicht mehr, wie sie heißt, aber die hattet ihr früher. Und zwar ist es so, ihr könnt beim Krafttraining jetzt sozusagen eure Erholungszeit dort, kriegt ihr ein Feedback von der Uhr. Also ihr macht ein Workout, macht einen Satz, ihr seid platt, ihr hört auf und wisst dann vielleicht gar nicht mehr so richtig, wann ist eigentlich der beste Punkt, um jetzt wieder anzufangen. Das kann die Uhr jetzt bestimmen. Also sie zeigt euch dann so ein, wie die Herzfrequenz hochgeht, misst den höchsten Punkt, sieht dann, wie sie wieder aufhört und dann irgendwann zeigt euch, also so gelb mal gelb, wo ihr sozusagen gerade im Trainingsmodus seid und Erholungsmodus und irgendwann seid ihr wieder im grünen Bereich, wo ihr loslegen könnt. Finde ich ziemlich cool, ist ausgelegt für Krafttrainings, High-Intensive-Trainings, also HIIT, H-I-I-T und alles Mögliche, was ihr so noch machen könnt. Funktioniert natürlich mit dem Herzfrequenzsensor und Verity Sense ein bisschen besser, weil halt einfach abknicken, Handgelenke etc. pp. Komplett weg sind. Soll aber sehr, sehr gut auch mit der Herzfrequenz am Handgelenk funktionieren. Finde ich cool, freue ich mich richtig drauf. Zeige ich euch. Hat die Uhr aber leider in der Beta-Variante hier noch nicht drauf. Wie auch die Nightly Skin Temperature ist hier auch in der Beta-Variante nicht dabei. Aber was ist das? Die Uhr schafft es, die Nacht eurer Hauttemperatur am Handgelenk zu messen. Warum? Es gibt ein neues, sozusagen gesundheitsbewusstes Denken bei uns allen und ihr kriegt mehr Feedback von der Uhr. Warum misst man diese Temperatur? Die Hauttemperatur ist nicht gleich die Körpertemperatur, hat auch was damit zu sagen, weil wir haben so einen inneren Core, ne? Das ist so diese Körpertemperatur von 37 Grad und wenn die mal hoch und niedriger wird, kriegt man das nur ein bisschen bedingt mit. Bei der
Hauttemperatur am Handgelenk kriegt man diese Schwankung extrem mit. Also wenn ihr mal krank werdet, geht ja theoretisch die Körpertemperatur hoch. Oder sie geht vielleicht auch mal runter, warum auch immer. Diese Schwankungen kriegt ihr, weil je höher eine Hauttemperatur an der Handgelenk sind, diese Schwankungen sind höher, die kriegt ihr dort viel, viel besser mit. Aber gleichzeitig ist die Hauttemperatur relativ konstant, wenn ihr normal seid. Das heißt, ihr habt einen guten Messwert. Der ist gleichbleibend, auch wenn zum Beispiel im Raum es wärmer oder kälter ist in eurem Schlafzimmer, sage ich mal, oder euch aufdeckt, nicht aufdeckt, dann bleibt diese Hauttemperatur recht konstant. Aber wenn ihr mal Stress habt, euren Zyklus habt als Frauen oder ihr werdet krank, dann merkt ihr diese Auswirkungen an meiner Hauttemperatur am Handgelenk deutlich heftiger als an eurer, sag mal, Körperinnentemperatur. Auch wenn ihr irgendwann einmal Fieber habt, dann habt ihr das hier schon mehr oder weniger viel öfter mitbekommen. Die Range geht da so von plus minus 2 Grad im extremsten Fall, ansonsten so 0,2 Grad Abweichung, das zeigt euch die Uhr an. Die Uhr misst am Tag alle 5 Minuten. Er funktioniert natürlich auch nur, wenn man die immer trägt. Das am Tag wird euch nicht angezeigt, weil das sind die Basisdaten. Nach 3 Tagen geht es los und 28 Tage braucht ihr als Intervall, damit ihr dann erstmal ordentlich messen könnt. Das ist erstmal das, was man dann sozusagen braucht. Das finde ich ziemlich spannend. Gehe ich auch ein bisschen später darauf ein, noch ein bisschen. Aber jetzt bin ich schon sehr, sehr detailliert darauf eingegangen. Wollte ich eigentlich so gar nicht, aber habe ich jetzt. Ansonsten gibt es dieses Sleepwise Daily. Das gibt es jetzt als Dashboard direkt auf der Uhr. Also haben mehr Dashboards auf der Uhr. Das sind diese, wie ihr seht, wie die Restenergie, also wie eure Schlaf, ganze Schlafauswirkungen am Tag so halt sind. Ne? Wie ihr das alles so lernt, könnt ihr auch nochmal ordentlich nachlesen, bevor ich mir hier einen abstottere, weil die Formulierung mich immer ziemlich krass finde dazu. Ja, das war's in Summe gewesen. Ansonsten bin ich sehr begeistert von der Uhr. Die, das zeige ich euch ja gleich alles. Und dann muss ich jetzt mich nicht totquatschen. Und hier habe ich erstmal so ein altes Raytheon FT40 Teil mit rausgeholt. Ja, jetzt geht's weiter. So, ich werde euch die Polar Ignite 3 Titan oder Titanium, ich weiß es noch nicht ganz genau, wie sie heißen wird, jetzt euch einmal zeigen. Nicht wundern, ne? Ihr seht ja mal hier, ich habe ein ordentliches Licht hier an. Also, wie gesagt, wir schauen uns jetzt einfach mal ordentlich halt an. Ich hole euch halt ran und dann gehen wir mal die Uhr mal optisch jetzt erstmal durch. Also, wir sehen hier ein ordentliches Display. Größe und Co. mache ich dann gleich mit euch. Ich muss immer ein bisschen schauen, weil dass die Fokussierung hier ein bisschen funktioniert, aber ich glaube, das kriegen wir so besser hin. Genau, so. Also, eine wunderschöne Titanium-Lünette. Da steht es auch ordentlich drauf. Wir drehen die Uhr jetzt einfach einmal mal. Dann habt ihr einen wirklich ordentlichen Knopf drauf. Der hat eine schöne Haptik. Der fühlt sich richtig gut an. Der klickt sich auch schön einwandfrei. Also der Anwählknopf und der auch wieder Zurückknopf. Also eine wunderschöne Titanlünette. Dann seht ihr hier das Display. Ja, nicht wundern. Das ist gewölbt. Ne? Ich gehe gleich mal hin. Also curved. Ja, schön curved. Ordentlich glatt. Sieht richtig gut aus. Hat mir richtig gut gefallen. Unten seht ihr dann schön das Polar. Na, das Polar-Logo. Na, wieso kriegen wir das jetzt nicht hin? Da. Hier unten steht schön Polar. Warum auch immer die Kamera das jetzt nicht hinkriegen möchte. Da will ich nochmal hin zu euch, mit euch. Ne, kriege ich nicht hin. Liegt aber an der Kamera, liegt nicht an der Uhr. So, schauen wir uns die Rückseite an. Nochmal an den Pulssensor von Polar. Ist übrigens noch eine Beta-Version, die ich hier habe. Nicht, dass euch wundert, das ist wirklich eine Beta-Version. Und das mehr ist dazu jetzt erstmal optisch nicht zu zeigen. Also ordentliche Titan-Lünette drumherum. Dann haben wir ein sehr leichtes, ordentliches Armband. Das hole ich mal so raus, dass ihr das sehen könnt. Ja, völlig in Ordnung. Ihr könnt hier das Armband ganz normal wechseln und ihr bekommt ja der Version, die ich jetzt hier habe, so ein tolles Lederarmband mit dazu, wo es auch also ein schönes ordentliches Polar-Logo gibt. Das hole ich auch noch mal ran jetzt hier. Leder fühlt sich sehr, sehr gut an, ist hochwertig, sieht gut aus. Ich
Hier ist ein bisschen Nylon drin, damit das auch nicht so schnell kaputt geht. Finde ich sehr gut. Hier ein Polar Branding drin. So, um es rund zu machen. Und natürlich ein Ladekabel gibt es noch. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht dabei. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Das ist das Standard Polar Ladekabel jetzt. Klickt also an. Geht, ist magnetisch. Funktioniert einmal frei. Wenn man trotzdem irgendwo gegenrutscht, plapp ist das Ding an. Völlig in Ordnung. Ist natürlich auch ein Datenladekabel. Was ich gut finde ist, wir haben noch USB-A. Weil jetzt auch gerade bei Garmin gerade die Umstellung auf USB-C ist. Ich denke mal, Polar wird, langfristig dann auch auf USB-C umstellen. Da haben wir schon ein bisschen vorgesorgt und haben so ein paar Adapter. Wenn das passieren sollte, ich hole mal gleich hier ein, bekommt ihr so einen schönen Laufbursche-Adapter mit dazu, damit ihr von USB-A auf USB-C machen könnt. Weil, sind wir ehrlich, wie viele USB-C-Ports, wie viele Ladekabel, Ladestecker habt ihr denn mit USB-C zu Hause? Ich habe exakt einen. Am Computer sind auch ein bisschen so, aber der Computer kann ich ja mal mitschleppen und kann dann irgendwie mal meine Uhr laden oder mein Handy. Also von daher, der Trend ist zwar richtig, aber dennoch, wir haben hier noch USB-A, gefällt mir. Dann gehen wir mal dennoch so ein bisschen durchs Menü. Seht ihr, also die Aktivität ist immer jetzt immer von links nach rechts, aktuelle Woche. Die Uhr ist jetzt übrigens nicht mit dem Smartphone verbunden, das habe ich jetzt nicht gemacht. Und ihr seht hier schon so ein bisschen was hier euch erwartet. Und dann geht es wieder von vorn los. Hier könnt ihr so ein paar Einstellungen gleich vornehmen. Flugmodus, Timer, ein bisschen was anderes. Nach unten gibt es keine Notifications, genau. Dann könnt ihr jetzt hier anwählen, um ein Training zu starten oder auch Serene zu wählen, diese Atemübung, Speicher, Timer, die Tests, die ihr kennt, Walking-Test, Lauftest und Fitness-Test. Dann könnt ihr hier wieder zurückwählen. Und Einstellungen, da gehen wir mal in die allgemeinen Einstellungen, Kopplung synchronisieren, kontinuierliche Herzfrequenzmessung, Flugmodus, Displayhelligkeit ist hoch, Display immer ein, ihr könnt aber auch Display ausmachen dann natürlich, ne? Oder eine Zeitanzeige machen. Nicht stören, Modus ist drin, Smart Notification gerade aus, habe auch nichts verbunden, Musiksteuerungsmöglichkeit. Und dann gehe ich mal so ein bisschen weiter. Was es so noch geht hier, Position, Satelliten, gehen wir gleich mal rein, bessere Genauigkeit, genau, Energiesparen. Und über deine Uhr, ihr habt da, dass ihr so auch vorne alles haben könnt, also wenn er durchgeht, das Menü, oh, ich bin zu schnell gegangen, und bei der Uhrzeit könnt ihr ein bisschen was wählen, das zeige ich euch dann später. Ja. So viel zu der optischen, was es so gibt, zu der Polar Ignite 3 Titanium. Ganz kurz mal probieren. Na, schade, geht nicht. Ich dachte, man kann dann zurückkommen, wenn man die Uhr drüber legt, weil sie hat ja einen Tageslichtsensor. Oder Umgebungslichtsensor, das ist richtiger. Jetzt würde ich an dieser Stelle mal auf das Display eingehen. Ich hole euch mal ein bisschen ran. Und zwar, wir haben jetzt hier ein Touch-Display, ein AMOLED-Touch-Display, das ist richtiger zu erwähnen. Und das ist auch leicht gewölbt. Das ist jetzt ja so der neue Trend. Wenn ich jetzt bei Garmin das sehe, also Polar das schon öfter, mit der Ignite 3 gab es das ja schon so. Ich weiß gar nicht, ob die Ignite 2 auch gewölbt war. Müsste ich mal nachrecherchieren, vielleicht blende ich es noch ein. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare. Ihr wisst ja auch immer relativ viel. Also ihr seht ja dieses Curved-Head hier, ne? Wer zum Beispiel weiß, wo man so ein schönes Schutzglas dafür herbekommt, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Die Fragen haben wir oft. Ich habe leider noch keine richtige Idee und ich habe auch noch nichts richtig gefunden. Und da hoffe ich einfach, dass die Community ein bisschen das löst. Also ein super, super schönes Touch-Display. Ich bin total begeistert, weil das Touch-Display sehr, 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 sehr gut funktioniert. Ich habe das gar nicht so gut in Erinnerung. Also es war schon immer gut, nicht, dass mich verkehrt versteht, sondern ich hatte so vorhin beim Training mit und dann war auch ein bisschen nass gewesen, weil ich sie auch desinfiziert habe, weil es ja auch nicht meine Uhr. Und war erstaunt, wie gut das Touch-Display sich dennoch bedienen lässt. Und das fand ich überragend gut. Und es fühlt sich auch wirklich ganz schön samtig, ordentlich, glatt an. Richtig, richtig gut. Ihr seht auch, das ist richtig, richtig schön verarbeitet. Also beim Display, auch mit den Farben, finde ich mega, mega gut. Von den Abmaßen haben wir jetzt hier vom Display her 1,28 Zoll Display, würde ich mal aufrunden auf 1,3.
wenn man einen Vergleich habt, zum Beispiel eine 265 bei Garmin ist auch 1,3. Außerdem die S, die ist ein bisschen kleiner. Oder halt auch eine Fenix 7 Serie ohne X und ohne S. Das sind 1,3 Zoll Display. Da habt ihr mal eine Range. Also ihr habt hier ein ordentliches, großes Display. Sonst die Abmaße sind 43 mal 43 mal 9,5. In dem Fall ja Millimeter. Aber jetzt zum Display noch zu sagen, wir haben hier ein Gorilla Glass 3.0. Das ist ordentlich, das ist stabil, da werdet ihr keine Probleme haben. Aber dennoch, wenn ihr so einen Displayschutz haben wollt, und setzt euch mal bitte mit diesem Curved auseinander. Vielleicht findet ihr da was Ordentliches und schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail an kontakt@laufbursche.de. Dann würde ich das anderen Leuten natürlich auch empfehlen. Es ist relativ gut, es ist nicht relativ, es ist gut lesbar. Ich habe ja noch einen Display-Test gemacht, den kommt dann anschließend gleich danach, einfach passend zum Thema. Und was kann ich euch noch Schönes sagen? 416 x 416 Pixel, also eine sehr, sehr gute Auflösung. Ihr seht, dass die Farben hier richtig, richtig schön ordentlich satt dargestellt sind. Wir haben eine Möglichkeit, Always-On-Display oder auszuschalten. Ich habe einen Umgebungslichtsensor, damit ihr wisst, ob die Uhr mal was braucht, nicht braucht. Ich muss natürlich immer ein bisschen klicken, weil die Uhr ist ja nicht am Handgelenk. Die kriegt das nicht so richtig mit. Das kann man eher keinen Vorwurf machen. So viel sagen wir dann zum Display und ihr schaut euch das mal an, wie gut das in der Sonne, im Schatten und natürlich indoor lesbar ist. Ich dachte, ich mache es ja einmal rund, damit ihr das mal seht, also dass es bei den anderen Herstellern genauso ist. Ihr habt jetzt, also zum Thema Curved Display, also ihr habt hier die Garmin 265, ihr seht auch so ein Curved Display, auch mit Gorilla Glas. Ihr seht es hier bei Polar, die das schon vorher gemacht haben. Das ist einfach mal so State of the Art. Und ihr habt ja auch die 965. Ihr seht, dass die 965 halt doch deutlich größer ist, hat 1,4 Zoll Display und hier haben wir halt diese 1,3 Zoll Display. Ich habe es ja bewusst ausgelassen, weil hier geht es hier auch nicht um Garmin-Uhr, hier geht es um die Polar-Uhr. Und ihr seht halt hier, das sieht halt alles, ich will nicht sagen identisch aus, aber seht ihr das hier? Hier gibt es halt keinen Unterschied. Darauf wollte ich hinaus, also das sind halt alles hochwertige Uhren. Und ihr seht natürlich aber auch hier mal im Vergleich, ne? So eine Polar-Uhr, ne? Die ist halt wirklich dünn. Also da ist halt wirklich, das ist so ein klassisches, minimalistisches Design. Jetzt habt ihr diese schönen Titan-Lünette drumherum. Kommt zwar gleich dann nochmal so ein bisschen dazu. Ich habe auch deswegen extra das Lederarmband hier nochmal rangemacht. Ich zoome mal ein bisschen raus, weil das wirklich es ist eine schöne Uhr. Ist eine schöne klassische Uhr. Wenn das Display aus ist, ist wirklich eine schöne Uhr. Ihr seht dann so leicht, wie dann das so durchschimmert hier, ne? Wenn das Licht sozusagen ausgegangen ist. Wenn ihr antippt oder die richtig bewegt, geht die Uhr natürlich an und drückt auf den Knopf. Einwandfrei. Nachtrag dazu. Ich will gar nicht lange stören. Wenn ihr so ein cooles Laufshirt haben wollt, Wettkampfshirt, wie ich das anhabe, mit unseren Marken und unseren Partnern, also Marken vorne, Partner, auch Partner plus Marken hinten, dann Videobeschreibung könnt ihr bei uns ordern. Und ansonsten immer ein Abo und Like, unseres kleinen Sportladen nicht vergessen, hier die Glocke anklicken, wo auch immer die ist, damit ihr nichts verpasst. Und ich freue mich, dass ihr schon einschaltet. Es ist schon in Ordnung. Ansonsten, wenn ihr ein Angebot etc. pp. Braucht, Videobeschreibung, kontakt@laufbursche.de oder zu einer anderen Uhr, dann mache ich euch das gerne. So, ihr seht heute, ich bin jetzt ein bisschen draußen. Also ich kann die Uhr sehr, sehr gut lesen. Auf meinem Display sehe ich leider gerade gar nichts. Deswegen schaue ich mal, dass ich das ein bisschen irgendwie hier für euch ein bisschen ran zeigen kann. Also ich das hier sehe, einmal so gut, richtig gut sichtbar. Und wenn ich jetzt hier eine Einheit starte, das mache ich jetzt einfach mal. Fahrradfahren, keine Ahnung. Nehmen wir jetzt mal sonstige. Ach, machen wir einfach laufen. Wandern, laufen hier. Ich starte das jetzt mal. Dann seht ihr halt hier, das ist auch alles ordentlich gut und super lesbar. Und ich mache jetzt gleich Folgendes. Ja, ich lasse mal die Farben drin. Ich gehe jetzt mal hier direkt, direkt mal hier in die Sonne. Also ich sehe auf meinem Display halt gar nichts, gerade hier an meiner Kamera. Oh, es ist gerade ausgegangen, ist natürlich klar. Und ihr seht hier ist es relativ sehr, sehr gut sichtbar. Also einwandfrei, da kann man halt nicht meckern. Also diese Uhr, es ist sehr, sehr, sehr gut lesbar. Ich stoppe jetzt gerade mal die Einheit. Guck mal, ob ich irgendwie noch drauf bin. Ja, bin ich. Und zeige euch nochmal das Front-Display. Ja. Und da seht ihr, das ist alles sehr, 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 sehr gut sichtbar und lesbar. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Diese Uhr ist halt
auch für draußen einwandfrei. So, ihr seht jetzt die Polar 3 Ignat Titanium auch nochmal drinne, damit ihr das so ein bisschen sehen könnt. Geht es auch drin aus wie beim Display? Also ich sehe da keine Komplikation, das ist, nein, ich will keine Verbindung, sorry, Verbindung zum Smartphone haben, sondern auch mal machen, nochmal schnell hier eine Einheit starten, keine Ahnung, jetzt machen wir mal Krafttraining, das macht man tendenziell auch drin. Und ihr seht halt hier auch, die Farben sind einwandfrei, richtig gut lesbar und sichtbar. Jetzt mache ich mal noch eine Sache. Ich werde jetzt mal hier schnell mal zu so einem Lichtschalter gehen und werde mal andrücken. Ich, was ihr gerade gesehen habt, ist übrigens die Lichtkuppel, damit ich mal hier richtig Licht ranhole und stelle mich unter die Lichtquelle auch. Und dann seht ihr, das ist auch alles super gut lesbar. Seht ihr das? Hier ist richtig Licht runter. Das ist natürlich ein, das spiegelt natürlich dolle, ist aber klar, weil ich direkt darunter stehe. Nur, dass ihr seht, dass ich wirklich eine ordentliche Lichtquelle anhabe. Das Display geht natürlich aus, weil ich weiß ja nicht, dass es nicht am Arm ist. Also ihr seht das, dass das ein sehr, sehr gut lesbares Display ist und der Touch lässt sich auch wirklich einwandfrei bedienen. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, aber wenn ihr das am Handgelenk habt, einwandfrei, dann muss ich sagen, jetzt bin ich richtig, richtig positiv begeistert. Das war bei der Ignat 3, also ist bei der Ignat 3 allgemein ziemlich dolle gut, ist im Vergleich zu anderen wirklich, wirklich, anderen Herstellern wirklich deutlich, deutlich besser. Funktioniert bei Nesse auch ziemlich dolle gut, muss man mal sehr, sehr positiv hervorheben. Hier seht ihr einmal die verfügbaren 5 Watchfaces auf der Polar Ignat 3 Titanium. Müsst ihr euch selber ein Bild machen, welches ihr jetzt wirklich hier am besten findet. Kommen wir mal jetzt hier zum Sensor. Also wir haben den Precision Prime OAR von Polar dahinter. Ein gut bewährter Sensor. Funktioniert herzfrequenztechnisch natürlich einwandfrei am Handgelenk. Könnt ihr super mit dem Puls mitbestimmen. Kann man nicht viel zu sagen, wenn ihr das noch ein bisschen besser haben wollt, weil ihr habt im Fitnessstudio, ich suche mal ein bisschen raus, ich erzähle das öfter auch mal, so ein bisschen das Problem, als gerade wenn man ins Fitnessstudio geht, ihr macht jetzt zum Beispiel Liegestütze etc. pp. Und knickt das Handgelenk halt ab, ne? Dann funktioniert die Durchblutung halt nicht mehr so richtig und da kann es halt vorkommen, dass der Puls nicht richtig bestimmt wird. Da könnt ihr natürlich, gerade Polar hat dann super geilen Verity-Sense, könnt ihr dann schön mit um den benutzen. Ihr könnt auch einen Brustgurt benutzen, ich bin aber kein Brustgurt-Fan im Fitnessstudio, das ist der Nachtrag, im Fitnessstudio. Ich bin sonst schon ein Brustgurt-Fan, aber ich bin ihn nicht Fan im Fitnessstudio, weil er dort verrutschen kann. Er kann auch zum Beispiel, wenn er nicht vorlehnt, nicht richtig anlegen und dann habt ihr den gleichen Schmarrn wie alles andere. Von daher empfehle ich für die Radfahrer und für die Teamsportarten, Fußball, Co., Volleyball etc. pp. Und halt auch fürs Fitnessstudio im Verity-Sense. Das Ding macht euch einfach einen Arm oder ein Bein und er misst via OHR, also optischer Herzfrequenz, über optisches Licht, über Optik, dann die Zirkulation im Blut und ihr könnt halt dort relativ gut das alles bestimmen und dadurch, dass es eher so ein Bein und Arm nicht richtig abknickt, wird die Zirkulation dort immer ordentlich funktionieren. Das ist so meine Empfehlung. Habt auch schon mal ein Video gemacht, die ganzen Stärken und Schwächen der Sensoren. Das kann ich immer nur ans Herz legen. Macht das im Verity-Sense, könnt ihr auch an die Brille machen und könnt im Schwimmen, beim Schwimmen den benutzen, dann macht er das über die Schläfe. Ist wirklich ein tolles Produkt. Einwandfrei, das ist wirklich, wirklich allererste Sahne, das könnt ihr ruhig nehmen. Aber das ist natürlich auch alle richtig, richtig dolle gut. Und ja, so viel dazu. Jetzt kommen wir mal hier zu einer Erneuerung. Es gibt dieses Nightly Recharge, das werdet ihr schon kennen. Das könnt ihr hier so abrufen. Ich habe natürlich nicht mit der Uhr geschlafen, deswegen ist das jetzt bei mir nicht drin, aber das ist dieses Night Recharge. Da ich eine, also eure, sag mal, eure Schlafanalyse, ne? Ob ihr gut ihr geschlafen habt, und dann siehst du auch, wie dein Tag so läuft, ne? Und ja, ob du gut reagiert bist, etc. pp. Ne? Das ist halt wichtig und richtig und das gehört zum guten Ton mittlerweile in so einer Sportuhr mit dazu. Und das macht sich auch richtig gut, weil ihr ja so eine schöne leichte Uhr habt, also es geht, funktioniert einmal gut. Aber jetzt, was ist neu? Es gibt es eine nächtliche Hauttemperaturmessung. Jetzt werdet ihr euch fragen, na warum? Das hat folgenden Hintergrund. Das ist nicht die Körpertemperatur. Ihr dürft das nicht mit der Körpertemperatur gleichsetzen. Ne? Hauttemperatur ungleich Körpertemperatur. Die haben in Studien herausgefunden und Polar hat das sich selber nochmal belegen lassen, dass so zum Beispiel so eine Raumtemperatur kaum Einfluss hat in der Nacht, sondern wirklich, egal ob der Raum warm ist, kalt ist oder ob ihr aufgedeckt seid, nicht aufgedeckt seid, die Hauttemperatur ist annähernd konstant. Daher ist das ein guter Faktor, um festzustellen,
Manchmal wacht man noch auf und sagt, Mensch, ich habe geschwitzt, ich glaube, ich habe Fieber. Dann könnt ihr das überprüfen. Das ist halt so ein Ansatzpunkt, ne? Geht es mir gut? Wie lief das Training? Bahnt sich eine Krankheit ab, eine Verletzung? Das ist halt einfach die, um eine seine subjektive Einschätzung, die man hat, einfach objektiv werden zu lassen. Und das ist eine coole Sache. Die Basisdaten werden natürlich komplett über den Tag gesammelt. Also die Körpertemperatur wird alle 5 Minuten, glaube ich, Hauttemperatur wird alle 5 Minuten halt aufgenommen. Sie wird auch nicht in die VO2 Max berechnet. Es geht halt da um die Basisdaten zu sammeln, damit diese nächtliche Hauttemperatur sinnvoll erfasst wird. Auch bei den Zyklus von den Frauen ist das natürlich so eine Sache. Finde ich interessant, muss man mal beobachten, muss man die Uhr natürlich ein paar Tage tragen, meistens ja immer so 2 Wochen, damit das ordentlich funktioniert. Und das werde ich mir wahrscheinlich demnächst mal antun, ist so ein böses Wort, aber einfach mal machen. Bin gespannt, was dabei rumkommt. Toll wäre natürlich, wenn man wüsste, man wird krank, aber keiner will ja krank werden, was dann passiert. Da muss ich mal schauen, vielleicht habe ich ja mal eine Chance und merke, dass es sich anbahnt oder halt nicht anbahnt und dass man halt dann einfach mal merkt, wie sinnvoll, nicht sinnvoll der eigenes Empfinden ist. Weil die Uhren sagen euch halt meistens relativ gut, was sie können, was mit euch los ist, bevor ihr es merkt oder einfach mal euch sagen, nee, pass auf, ist eigentlich alles gut, mach dir mal keinen Kopf, hast bloß schlecht geschlafen oder schlecht geträumt und hast nicht irgendwie Fieber und Co. Bei der Skin-Temperatur muss ich mal Nachtrag machen, damit ihr mal so ein bisschen was wisst. Ich blende euch mal da so ein Bildchen noch gleich hier mit ein. Wir sprechen hier von 2 plus minus 2 Grad, ne? Und die Abweichungen sind ja irgendwie so bei plus minus 0,2 Grad, damit ihr mal so eine Range habt. Ich zeige euch diese Bilder jetzt hier gleich. Das spreche ich auch noch ein bisschen was dazu. Also das ist dann halt einfach, wird dann hier mit angezeigt. Ihr seht das dann auch mit in der Uhr, wurde mir versprochen. Und nicht erst im Handy, sondern ihr seht das dann direkt hier in der Uhr. Aber dieses Dashboard ist halt hier noch nicht drauf. So, dann gibt es eine Neuerung bei dem Sleepwise, also wie sich dein Schlafverhalten auf deine Energie- und Aufmerksamkeitslevel am Tag auswirkt. Also Sleepwise allgemein erklärt, liefert halt die Erkenntnisse zu deiner Aufmerksamkeit tagsüber, damit du deine Schlafenszeit und Abendroutine perfektionieren und dich am Morgen ausgeruht und den täglichen Herausforderungen stellen kannst. Also wird halt bei Sleepwise wird halt die Schlafmenge, die Schlafqualität und deinen körpereigenen zirkadialen Rhythmus berücksichtigt. Und halt auch welche Auswirkungen halt Schlafmangel und ein unregelmäßiger Schlafwachrhythmus langfristig haben, das erkennst du halt damit. Ups, sorry, bin ein bisschen durchgerutscht durch die Uhr. Ist jetzt hier nicht drauf, weil das Problem war gewesen, das konntet ihr immer nur am Rechner sehen und das wird jetzt als Dashboard sichtbar sein. Dieses kleine Dashboard blende ich euch jetzt mal hier so ein. Also seht ihr von den Uhrzeiten her so, wo das halt alles losgeht, wo es so mal gut und schlecht war, ist halt so ganz cool. Und das ist das Schöne, dass es jetzt hier als Dashboard dann hier mit auf der Uhr sein wird. Und ich denke, das war einfach mal auch notwendig, dass das dann noch drauf ist. Ganz kurz nochmal den Sleepwise. Das ist dieses, dass du am Tag ein Feedback bekommst, wie du sozusagen dich, das alles auf dich gewirkt hat, Stress und auch Erholung und auch Sport, alles was so Auswirkungen darauf haben, dass du deine Schlafphasen planen kannst. Das finde ich halt auch ziemlich spannend. Ist in der Ignite 3 sowieso schon mit dabei gewesen. Das gab es dann vorher immer nur auf dem Handy, wenn ihr es drauf habt. Das habt ihr jetzt als sozusagen Dashboard, wenn ihr hier durchgeht, ist das dann mit drauf. Auf der leider noch nicht. Aber dann, wenn die Beta-Version nicht mehr die Beta-Version ist, sondern wenn sie halt rausgekommen ist und die Uhr dann frei verkäuflich ist und ich auch die richtige Software habe. Einen Work-Rest-Guide. Und auch hier muss ich sagen, schade, schade, schade. Es ist auf der Uhr noch nicht drauf, ist auch normal, weil es eine Beta-Variante ist. Also, Work-Rest-Guide. Was bedeutet das? Das ist etwas Wichtiges, das gab es bei der FT80, glaube ich, vor 15 Jahren mal. Dass er beim Kraftsport einfach, so wie ihr euch fühlt, etc. pp., ist immer die Frage, wie man seine Pausen macht, wie die halt ideal sind. Und das kann euch die Uhr anzeigen. Das macht sie aufgrund eures Pulses und wie schnell euch ihr erholt und nicht erholt. Und das ist eine coole Funktion, die ihr beim Kraftsport jetzt mit nutzen könnt. Das funktioniert, ich habe ja vorhin erklärt schon, mit der Zirkulation des Blutes, wie ihr optisch das halt misst, ist ja mit dem Sensor immer so eine Sache. Funktioniert aber wohl sehr gut, auch mit abgeknickten Handgelenken. Ansonsten, wenn ihr es noch genauer machen wollt, nehmt ihr einen Brustkorb mit oder einen VeriSense, dann wäre es auf jeden Fall, sag mal, ohne Amplituden, ohne Probleme. Und ja,
dann kann ich euch jetzt erstmal auch nur so ein bisschen sagen, was ich bis jetzt halt weiß. Also wie schon gesagt, beim Krafttraining von Relevanz. Optimierung des Wechsels aus Belastung und Ruhephase während des Trainings. Ne? Und dann, da kriegt ihr auch eine Anleitung dazu, wie ihr effizienter und wirksamer euer Training gestalten kann, gerade mit den Ruhephasen und sonst was. Weil das funktioniert halt auf Grundlage der Analyse eurer Herzfrequenz während der Belastung und Ruhephasen einer Trainingseinheit. Das ist auch, was ich euch jetzt so ein bisschen schon mit auf den Weg geben wollte. Und basierend auf diesen Daten zeigt ihr euch die Zeit für die nächste Belastungsphase an. Ja, es ist halt für hochintensives Krafttraining und für anspruchsvolles Widerstandsübungen und High-Intensive-Training, also HIIT, ne, H-I-I-T, geeignet. Und er erkennt halt automatisch die höchste Herzfrequenz während der Ausführung eines Satzes und der Algorithmus überwacht anschließend die Herzfrequenz in der Ruhephase und gibt dir Bescheid, wann du erholt genug für den nächsten Satz bist. Genau dieser Satz ist halt wichtig und dann blende ich euch mal diese beiden Sachen halt an. Du siehst halt, wie das dann ordentlich hochgeht, bis dein Work sozusagen dann aus, deine Einheit gemacht worden ist und dann siehst du, wie das runtergeht und dann zeigt dir, pass auf, jetzt bist du ready, jetzt kannst du neu starten. Habe ich ganz witzig mit unserem Partner besprochen, Mensch, dann werden ja die Smartphones jetzt im Fitnessstudio liegen bleiben, weil die Leute auf ihre Uhren gucken und sagen, oh, jetzt geht's los. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Fitnessstudio gibt es ja oft Leute, die die Geräte festhalten oder einfach festsitzen, weil sie sich nur auf ihr Smartphone starren. So hoffe ich mal, dass da vielleicht mal ein bisschen mehr passiert, weil man auf seine Uhr guckt und mal ordentlich dann trainiert und auch weiß, okay, das war zu kurz oder ich gammel hier eigentlich nur noch rum. Es wird dann nämlich mal wird Zeit. Ja, finde ich cool. Also das ist halt auch passend hier zum AMOLED-Display. Eine Uhr, die Indoor, dafür Indoor da ist und aber auch Outdoor genutzt werden kann mit einem guten Akku, mit einem ordentlichen Display. Einwandfrei, coole Sache. Kommen wir mal zum paar wichtigen Sachen, also gerade wenn wir beim Akku sind. Ich habe euch ja erzählt, dass hier dann ordentlicher leistungsstarker Prozessor drin ist. Ihr wisst, dass so ein AMOLED-Display halt auch nicht wenig an Strom nimmt, aber dennoch muss ich sagen, also ich habe jetzt hier einmal geladen, ich habe es vorgestern an, 89%. Ich habe jetzt nicht ganz so viel mitgemacht, da muss ich ehrlich sein, habe ein bisschen rumgespielt, also von daher bin ich im 89%, finde ich echt gut. Und ihr seht, ich habe heute so ein bisschen was gemacht, habe da ein bisschen was vorne rumgespielt und so. Um es kurz zu machen, wir haben hier ungefähr 5 Tage Akku. So, ne? So mit Trainingsmodus drumherum also wenn ihr einen Trainingsmodus startet, habt ihr so 30 Stunden, also da könnt ihr mit schon einen Ultralauf machen. Also ein 24-Stunden-Rennen könnt ihr sogar fast vorschlagen. Und wenn ihr so im Power-Saving-Trainingsmodus geht es auch 100 Stunden und die Akkulaufzeit im Uhrenmodus soll bis zu 120 Stunden betragen. In Ordnung, AMOLED-Display nicht vergessen, guckt euch an, wie dünn das Ding ist, wie leicht das Ding ist mit seinen 36 Gramm. Also da ist schon Hightech verbaut und dass ihr dann so viel Akku habt bei so einem geilen Display und so einem ordentlichen Prozessor, das ist schon wirklich gut. Ist ja auch nicht ein Lala-GPS-Dingsbums drin. Einwandfrei, gute Arbeit. Das war bei der Ignite 3 und ist bei der Ignite 3 natürlich auch so zu erwarten und auch völlig in Ordnung. Wer schon öfter zuguckt, weiß, dass wir uns hier das Ganze mal mit dem Gewicht auch so ein bisschen auseinandersetzen. Also die Ignite 3, ne? Ich will nicht sagen der Vorgänger, sondern die Ausstattung daneben bei sozusagen, die wird mit 35 Gramm Gesamtgewicht und 21 Gramm bezüglich des Uhrengehäuses angegeben. Ähnlich ist es bei der Ignite 3 Titanium, da ist es 21 Gramm die Uhr, jetzt sind wir nur bei 20, aber 36 Gramm mit Armband. Also die Uhr ist wohl 1 Gramm schwerer geworden, aber nur beim Armband finde ich ein bisschen komisch. Ich lege das jetzt extra separat so ein bisschen übereinander. Jetzt müssen wir irgendwie auf 35, 36 kommen, passt, perfekt. Kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das Armband schwerer geworden ist. Kann aber sein, produktionstechnisch, aber vielleicht haben sie das auch angepasst. Ansonsten habe ich euch ja schon so ein bisschen was erzählt. Also wir haben hier ein 1,28 Zoll Display mit den da hole ich euch aber schön ran, mit den Abmaßen 43 x 43, guck mal, kontrollieren wir doch mal, 43, ja, 43 x 43 mal 9,5 wird jetzt ein bisschen spannend, ja, wie ich das auch immer messen soll, das kriege ich nicht richtig hin, könnte man aber grob so einschätzen. Also das Ding ist wirklich relativ schmal und sehr, sehr leicht. Also das ist wirklich eine wirklich tolle, leichte Uhr. Die kriegt ihr beim Schlafen auch kaum mit, finde ich richtig toll. Also sonst nochmal 1,28 Zoll Display, 416 Pixel, Touchscreen, ja.
und einen Umgebungslichtsensor. Da haben wir so ein bisschen von Abmaßen gesprochen. Beim Material ist ja ein Plastikgehäuse. Das hört ja auch so hier drum und drum. Macht das Ding aber nicht weniger hochwertig und habt jetzt hier diese ordentliche geile Titan-Lünette, was auch ordentlich dasteht. Und ein schönes Gorilla Glas 3.0. Da haben wir die Abmaße drin. Da habt ihr ein bisschen das Material. Und hier hinten habt ihr einen ordentlichen OHR-Sensor von Polar, wo sie ja wirklich dafür stehen, auch gerade mit ganzen Studien und Co. Dann haben wir hier Gewicht und die Abmaße. Uiuiui, jetzt hat die Kamera aber ganz schön zu tun gehabt. So, Break. Jetzt kommen wir mal ein bisschen hier zu der technischen Ausstattung. Und also den Sensor habe ich euch jetzt schon gezeigt. Und wir haben jetzt hier auch einen guten Prozessor dran mit 192 MHz. Also der ist wirklich richtig, richtig schön satt und richtig ordentlich schnell. Das merkt man auch, wenn man hier eine Einheit startet. Das geht ruckzuck, zackig los. Ich kann das euch mal zeigen. Klack, Training starten. Pupp, schon geht's los. Also das ist wirklich krass. GPS habe ich auch ziemlich schnell gefunden. Hier ist halt auch so ein Dualband-Frequenz-GPS-Empfang. Also ihr habt da zwei gleichzeitig, könnt ihr da machen, zur besseren Genauigkeit. Funktioniert auch relativ schnell. Ich habe jetzt auch keine Abweichung oder ZWP feststellen können. Funktioniert gut. Ich habe aber eine Beta-Variante. Das muss man sich dann im Detail halt einfach nochmal auf dem Smartphone und den ganzen Apps anschauen. Das ist jetzt für mich noch nicht so richtig machbar gewesen. Also GPS habt ihr, ne? GLONASS habt ihr, Galileo habt ihr, Baidu habt ihr, GZSS habt ihr, Assistenz, GPS und so weiter und so fort. Hier ist eine richtig Menge drin. Bluetooth ist natürlich drin, ihr habt ein USB-Kabel drin. Was soll ich euch dazu noch weiter sagen? Es läuft halt, ist halt ordentlich, wie es drin. Ihr habt hier eine richtig, richtig, richtig gute Uhr. Mit einer sehr, sehr guten Ausstattung, natürlich. Jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser schönen, tollen Uhr und das kriegt natürlich immer so ein kleines Fazit von mir. Was ich ziemlich, ziemlich cool finde, ist, dass diese Uhr so mega, mega leicht ist. Also mit den 36 Gramm, mit dieser Titanienmette, dann habt ihr diese Option, so einen Lederarmband dran zu machen oder was anderes. Finde ich schon ziemlich, ziemlich gut. Eine richtig sexy Alltagsuhr. 5 Stunden Akku ist völlig ausreichend. Überlegt bitte, wie dünn das Ding ist. Diesen 9,5 mm stark das Ding. 36 Gramm, wie nochmal, ich muss halt sagen, unglaublich. 1,3 Zoll Display, also auch ordentlich groß. Ja, mega gut. Die neuen Funktionen werden sich herauszeigen, wie gut sie sind. Hauttemperatur finde ich spannend. Das mit dem Work-Rest-Guide finde ich beim Krafttraining mega, mega spannend, weil im Endeffekt ist die Ignite 3, gerade mit dem AMOLED-Display, eine Uhr, die tendenziell für den Fitness-Indoor-Bereich ist, mit denen natürlich auch Outdoor laufen, trainieren etc. pp. Könnt. Dafür reicht der Akku mit den 5 Tagen und mit den 30 Stunden GPS mega, mega aus. Da könnt ihr auch einen Ultralauf mitlaufen, mitmachen. Habt dort ein schönes Armband, sehr geschmeidig, sehr, sehr einfühlsam. Einfühlsam, sage ich schon. Von der Haptik sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr toll. Könnt ihr wechseln, super toll. Was mir nicht gefällt, ist diese Curved-Displays. Aber das macht Garmin genauso. Das ist ein Gorilla-Glas. Das ist schon gut, aber man möchte seine Uhr vielleicht gegebenenfalls ein bisschen schützen. Hier kann man nichts draufkleben. Ne? Also das Curved ist halt so ein bisschen problematisch. Wenn ihr jemand was weiß, hier unten Kommentare reinschreiben oder kontakt@laufbursche.de, was da für Optionen gibt. Kommuniziere ich dann total sofort weiter, weil da würde ich auch gerne eine Lösung haben für. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum induktives Laden? Warum ist das kein Thema? Induktives Laden, also das habe ich bei Garmin noch gesagt, induktives Laden. Wie toll wäre das doch beim Büro, ich habe jetzt meine 2 Stunden Zeit, muss eh klimpern am Dingsbums, das Handy kann ich auch immer laden, dann kann ich doch die Uhr gleich irgendwo hinschmeißen auf eine Ladematte und dann wird das Ding geladen. Ich kann, mein Ladekabel brauche ich auch nur eins und muss nicht 2, 3 vielleicht haben. Die Leute, die es kennen, die viel Sport machen, haben dann da eins liegen und da eins liegen, weil man das zwischendurch immer wieder vergisst oder im Urlaub irgendwo liegen lässt, auch wenn man das nicht mehr so oft braucht. Aber dennoch, das sind so die Sachen, die mir so aufgefallen sind. Ach so, was ich sehr, sehr positiv finde, ist das Touch hier. Das Touch funktioniert übelst gut. Wirklich, wirklich toll. Die Einheiten sind auch sofort da. Der Prozessor und Touch-Display mit der Reaktionsfähigkeit, auch wenn es leicht nass ist, mega, mega, mega gut. Sehr, sehr positiv herauszuheben. Das war es an dieser Stelle schon. Ansonsten freuen wir uns immer im Abo und ein Like unseres Sportladens. Finde schön, dass ihr uns so unterstützt beim Zuschauen. Ansonsten, wenn ihr eine Frage habt, da unten einen Kommentar rein. Ansonsten direkt kontakt@laufbursche.de. Das waren das an der Stelle. Wenn ihr so ein Shirt haben wollt, schreibt mich an. Schreibt mich an. Könnt ihr ja mich direkt anschreiben oder im Shop findet ihr das halt auch. Oder besucht unseren Laden in Cottbus. Ja,
Das war's an dieser Stelle. Euer Marcel von laufbursche.de, der Sportladen.